Nach 12 Jahren oder 15 Jahren sozialdemokratisch orientierte Reformpolitik und der Hoffnung auf Emanzipation für die Ärmeren, wenigstens Angleichung an die besseren Verhältnisse in Brasilien, sitzt nun der ehemalige Präsident Lula im Gefängnis. Seine Nachfolgerin wurde mit fadenscheinigen Gründen weggeputscht im Parlament. Es gibt eine ungeahnte Welle der Gewalt in Rio de Janeiro. Also wirklich unvorstellbar, als Folge vor allen Dingen der Olympischen Spiele. Und wir wissen, haben vielleicht alle mitbekommen, die Ermordung der schwarzen Politikerin Mariela Franco, die erst kürzlich stattgefunden hat und die ein Höhepunkt dieser Gewalt ist. Auch die brasilianischen Medico-Partner, vor allem die Landlosenbewegung MST, ist betroffen davon. Ich glaube, es gibt die höchsten Raten von Ermordung von MST-Leuten in Brasilien derzeit. Also es ist ein entsetzlicher Umschwung, den man sich vielleicht so nicht erwartet hatte. Und deshalb stelle ich ihr eine sehr grundsätzliche Frage, nämlich die, ist denn die Idee einer demokratischen Gesellschaft mit gleichen Rechten für alle in Brasilien vorläufig an ihr Ende gekommen? Und warum? Das wird jetzt in Englisch sein. Ich hoffe... Es klappt. I can say that in Brazil we have a long-term authoritarian colonized society. So we, in our long history, thinking of history at large duration, there's always been an authoritarian and small intervals, small pauses in which the protagonism of people, Brazilian people, try to be in power. This has happened in 64, there was a military coup. 68 was very marked by a resistance, but it was smashed by the recruits of torture and death and missing people. So I think in our long time history, we have more than 500 of history and only 100 without slavery. So I think authoritarianism is a permanence in our history. So it's not that it ended, but the struggle goes on, because this is once again a time when the I have, last time I came here 12 years ago, I was talking how fear was manipulated every time Brazilian people wanted to have, to be in power. So the racism from the slavery, the ruins of the extermination of the originary people, the indigenous people, and with Lula's government, this all rose up so far, so now we see the counter wave of, and it's amazing how the far right has aroused in Brazil. Now, there's a military candidate, which is very popular, and it's terrible. He says that MST is a terrorist, they should be all shut down. His plan is to give machine guns for the agribusiness. So we just keep on fighting, as in 68, well, the enemies are always the same, and it's a process, it's a long process. Jetzt hat ja Stefan ein bisschen was anderes erzählt, als in seinem Buch steht, aber er hat ja den Begriff der Externalisierungsgesellschaft. Kannst du Parallelen entdecken zur brasilianischen Gesellschaft? Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen? Yes, I can think of thinking inside Brazil, as somebody pointed out today, Brazil and South Africa are the most unequal countries in the world. So we have this inside Brazil too, an externalization, two different, this process is already, is also inside society. There's a very criminology penalist from Argentina called Zaffaroni that calls, tell us about the auto-colonization, how the repression in Brazil sounds and seems, and it is effectively the same, the way, well, let's say the white male patriarchal society
deals with the movement of the black people in the day-to-day. So this is a process that happens inside Brazil, not only related to the rich countries, but it happens inside, and it is very violent. In the last 20 years, 1 million people were murdered in Brazil. In only the last 2 years, last year, more than 60,100 people were killed. We have the most lethal police in the world. The police of Rio de Janeiro, and we almost sure that was the police of Rio de Janeiro that killed, that shot Marielle Franco, which was a black woman, gay activist from the favelas. And so I think this, the process now is deepened, and we have a penal system that produces raids on the favelas where the poor people live. And we're disputing with Russia the third place of incarceration of growth, incarceration rates. And we're second in the growth of incarceration. And I've been trying to set the point that the criminal issue, I know in German this is not so, but the demonization and the criminalization of whole populations and whole areas is leading us to a place we've never been, with the increase of prisons in a very terrible conditions. So I think the criminal question, the criminal issue, is very important for us to deconstruct the power of capitalism. And this came from the United States. There are people like Michel Alexander, a black lawyer, who compares the war on drugs and the rates of imprisonment among black people in the US. She compares to the apartheid regime called the Jim Crow. She calls the war on drugs the new Jim Crow. So this was exported to Brazil, and now this is a political issue that I think that us from the left have to face and deconstruct prison as a solution for all our social problems. Ich habe noch eine Frage an Vera, dann wechsle ich. Vera, die gestern Abend sprach Herr Christoph Menke, oh, ich kann es wahrscheinlich nicht so gut wiederholen, aber von der Dialektik der Emanzipation, dass also die Emanzipation immer neue Formen der Herrschaft gebiert. Wenn du, wenn man also jetzt diese Emanzipationsbemühungen, als solche kann man sie, glaube ich, trotzdem bezeichnen, die Lateinamerika die letzten 20 Jahre erlebt hat, wenn man da jetzt eine Bilanz zieht, haben Sie eine neue Form der Herrschaft gewonnen oder hat sich einfach nur die alte Herrschaft wieder reinstalliert oder hat sich etwas verändert durch diese letzten 20 Jahre Reformpolitik in Brasilien, Lateinamerika? Yes, I think in a certain way the policies that the PT government took place were somehow cross a little bit the line of the new liberal government and management of population. So I think we have to create new forms based on the solidarity and the social network that indigenous people do and the African descendants do in Brazil, and be less colonized. The decolonization is, if we look into our memory boxes, learning how people resolve their problems and the community links they have, I think we should organize more on that level than on programs that are like Bolsa Família. I don't know how to translate that. But we have to be creative. Bolsa Família is an assistentialistisches Programm, Sozialprogramm. Uh-huh. Yeah. And since we're celebrating emancipation, catastrophe, not celebrating catastrophe, but publicity. I think in Brazil we have a monopolized media. So this has cut a lot of our hopes and a lot of our works. So I think fighting the monopolized, confrontation capital,
I think the PT government didn't, we had a meeting in Venezuela some years ago, and they had a classification in South America, and our government was classified as low confrontation, low friction with capitalism. So I think we must deepen our fights against capitalism and the fights against monopolized media, and also about the fake news social networks. So there's a lot to do in the next years, I think. Danke, Vera. Jetzt Omar Sharaf. Und ich möchte etwas machen, was Sie vielleicht jetzt gar nicht unbedingt nachvollziehen können. Mhm. Ja. Gib mal das eine oder das andere. Ich gebe dir das dann. Und zwar, ich möchte gerne mit Omar zurückgehen ins Jahr 2011, weil über all die Katastrophen, die wir jetzt aus Syrien hören, haben wir vielleicht doch vergessen, was der Beginn von dem allem war. Und deshalb würde ich von ihm gern persönlich hören, wie er damals die Zeit 2011 erlebt hat und was er in der syrischen Revolution bis heute sieht. Ja, ich glaube, es ist schwierig, 7 Jahre in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Das hast du ja gesagt. Ich soll relativ kurz antworten. Wenn wir über den Begriff Emanzipation reden, dann kann ich quasi den syrischen Aufstand so zusammenfassen in 4 Punkten. Der Aufstand war eine politische Emanzipation oder ein Versuch einer politischen Emanzipation. Es war auch ein Versuch wirtschaftlicher, ökonomischer Emanzipation vom Regime. Es ist auch ein Versuch der zivilgesellschaftlichen Emanzipation und am Ende auch, also was für die syrische Gesellschaft sehr wichtig war, ein Versuch der religiösen Emanzipation. Jetzt sage ich ein paar Wörter zu jedem Punkt. Vor 72 Jahren wurde Syrien unabhängig von Frankreich. Vor 55 Jahren kam die Baath-Partei an die Macht. Und 7 Jahre später, das heißt 1970, kam der Assad-Clan an die Macht. Also erstmal der Vater bis zum Jahr 2000. Und dann sein Sohn seit 18 Jahren an der Macht. Die politische Struktur bzw. das politische System war oder ist immer noch auf dem Stand von 1946, also gerade zu dem Punkt, als Syrien unabhängig wurde. Reformiert wurde das Gesetz, das System nicht, und das war, glaube ich, 2011 der Versuch, dass die Bevölkerung endlich mal auf die Straße geht und sagt, das reicht, wir brauchen eine neue Form der Herrschaft. Syrien übrigens ist die zweite Republik in der Welt, wo die Macht von einem Vater auf den Sohn übergegangen ist, also ohne Unterbrechung. Übrigens das Beispiel oder das Vorbild war Nordkorea. Ja, die ökonomische Emanzipation, also wir haben 2003, zwischen 2002 und 2003 versuchte Bashar al-Assad, das Land zu reformieren, beziehungsweise eine neue politische Gesellschaft zu initiieren, indem er dachte, fälschlicherweise, dass er durch wirtschaftliche Reformen das Land vorwärts bringt. Was er gemacht hat, war eigentlich, dass er bei der Weltbank damals um Kredite gebeten hat, und die Weltbank hat einen Experten geschickt, der übrigens das Amt von Vize-Premierminister bekommen hat in der Regierung. Und der Berater hat der Regierung damals oder dem Assad quasi überzeugt, dass der Staat sich von den Betrieben trennen musste. Das heißt also, auf einmal trennte sich der Staat von den staatlichen und öffentlichen Betrieben, gab es dann viele Arbeitslosigkeit, und was danach passierte, das war überraschend eigentlich für die meisten Syrer, dass die Hürden für den Import, Syrien hat nicht so gerne importiert bis zu dem Datum. Das heißt, wer importieren wollte, musste erstmal nachweisen, dass Syrien selbst dieses Produkt nicht produziert. Und auf einmal fielen die Hürden weg. Und die Türkei, aber auch China haben den Markt überschwemmt mit Billigprodukten, die definitiv besser waren von der Qualität als die syrischen Produkte. Das heißt, auch der Mittelständler, aber auch der Inhaber von einer großen Firma hatte keine Umsätze mehr, beziehungsweise konnte nichts mehr verkaufen. Die dritte Dimension oder die dritte Emanzipation ist eher die zivilgesellschaftliche. Wir haben ja in der arabischen Welt 60% der Bevölkerung unter 30 Jahre alt. Das ist eine sehr, sehr junge Nation. Das ist auch in Syrien so.
Diese 60% der Menschen in Syrien haben niemanden außer dem Assad-Plan oder außer Assad-Vater und dann den Sohn als Präsidenten gehabt. Ja? Dieselbe Struktur, die ist auch eine Generation, die die Gewalt des Regimes nur von Erzählungen kennt. Also das Massaker von Hama 1982, das kenne ich auch, ich war damals 4 Jahre alt, aber ich habe das von meinen Eltern gehört, ich habe es nie erlebt. Das heißt, diese Generation hatte weniger Angst vor der Gewalt des Regimes als die ältere Generation, die das gesehen hat oder zusehen musste, wie damals also schätzungsweise 50.000 Menschen ums Leben kamen. Es war 1996, es war ein markantes Datum, sendete Al Jazeera als zum ersten Mal vor 22 Jahren und die SAT-Anlagen waren in Syrien damals verboten. Die hat man quasi so ein Häuschen oben auf dem Dach gebaut und die SAT-Anlage in der Mitte gemacht, damit die Nachbarn nicht das sehen und dann die Polizei weiterschicken. Und zum ersten Mal waren die Syrer in der Lage zu vergleichen, dass sie zu sehen, was in der Welt um sich herum da geht. Syrien hatte damals bis zu dem Datum 2 Fernsehkanäle, die sendeten auch quasi regimekonforme Materialien und wir waren überzeugt, das ist, glaube ich, die Überzeugung jedes Syrer, das kann vielleicht unter der Publikum manche was bestätigen. Wir waren überzeugt, dass das syrische Abi das Beste in der Welt war. Das hat uns das Regime jahrelang gemacht. Ihr habt die beste Bildung in der Welt. Aber uns fehlte der Kontrast. Ja? Als man dann ins Ausland ging, hat man festgestellt, das syrische Abi ist ja sehr bescheiden. Ja? Der letzte Punkt ist quasi die religiöse Emanzipation. 635, glaube ich, nach Christus eroberten die Muslime Syrien. Bis 1970 gab es in Syrien 3000 Moscheen. Von 1970, also als Assad-Vater an die Macht kam, bis 2013, glaube ich, wurden 4000 Moscheen gebaut. Es waren aber zusätzliche 7000 Moscheen in Syrien, die eigentlich von privaten Stiftungen gebaut werden. Also insgesamt haben wir ungefähr 20.000 Moscheen. Übrigens, das Regime nennt sich nach wie vor säkular. Ja? Dafür gab es in Syrien bis jetzt oder gibt es bis jetzt um die 20.000 Schulen. Das Land an sich hat 24 Millionen oder hatte bis 2011 24 Millionen Menschen. Für die gab es 4 Universitäten, mehr nicht. Das heißt, das Regime investierte auch in den Klerus. Der Klerus regierte auch im Namen des Regimes. Und diese Kontrolle ging erstmal über die Sicherheitsorgane, aber auch über die Gemeinde, dass der Imam nach wie vor immer noch loyal zum Regime ist. Und es gab, glaube ich, also gerade der syrische Aufstand, denke ich mal, das war auch eine Reaktion auf diese Kontrolle, die in jeder Ecke lauert sozusagen. Aber kannst du vielleicht doch noch ein paar Sätze sagen, wie sich das in deiner Heimatstadt abgespielt hat? Wie ist das zustande gekommen? Wie haben sich Leute zusammengefunden und zu Demonstrationen organisiert und was bedeutete das für Sie? Also das Ganze fing eigentlich in Daraa im Süden Syriens statt. Ich komme ja aus einem Vorort von Damaskus. Die Stadt nennt sich Erbin, bekannt durch den Chemieangriff von 2013. Ich glaube, das waren vor allem die gebildeten Personen, die erstmal überhaupt Kontakt in die Welt schauten, also durch das Internet, durch Facebook und die Social Media, die thematisierten das. Irgendwann gab es eine erste Demonstration, übrigens, die war, glaube ich, schon mit 15 Personen nur belegt. Also so viel Antrag gab es bei dem ersten. Aber einen Freitag später gaben halt die ersten 100, 200 und jeden Freitag wurden halt die Menschen oder die Zahl der Menschen quasi größer. Die Stadt an sich, und das ist das Interessante, also die meisten in meiner Heimatstadt sind in der Mittelschicht so ungefähr, also das heißt Menschen, die gut leben. Trotzdem entschieden sie sich mehrheitlich auf die Straße zu gehen, für ein besseres Syrien, für eine bessere Gesellschaft zu demonstrieren. Von daher wäre dieses Argument, also das Regime hat das immer eingebracht, das sind halt Leute, die gerade die ganz unten in der sozialen Hierarchie, also wirtschaftlichen Hierarchie liegen oder stehen. Das war nicht unbedingt so. Also es war in der Tat also eine Sehnsucht nach einer politischen Veränderung, die leider mit absoluter
unglaublicher Gewalt zurückgeschlagen wurde. Also Erbin wurde jetzt vor einem Monat evakuiert. Die Menschen mussten nach Idlib, Nordwesten, mit Bussen deportiert werden. Das Leben, also die Stadt an sich, ist jetzt wieder in der Hand vom Regime. Und das Regime hat, das ist interessant, deswegen habe ich das mit dieser religiösen Dimension, das Regime hat als erstes die große Moschee wieder renoviert. Oder es fängt gerade an. Das ist die Kontrolle. Erstmal Moschee bauen, dass die Leute quasi ihre Kontrolle an einen Imam oder einen Prediger geben und das Regime kontrolliert diese Person. Das ist interessant, ne? Weil man, hier gibt es immer nur das Gerücht, die Religion ist nur auf der Seite der Rebellen, aber so ist es nicht der Fall. Ich erzähle doch nochmal über die Untergrundschulen. Wir haben ja die jahrelang gefördert. Was war die Idee von diesen Schulen? Also was drückt sich darin auch aus, dass mitten in der Katastrophe der Versuch noch ist, vielleicht doch über Bildung irgendein emanzipatives Wissen zu schaffen? Und was ist am Schluss geschehen? Ich möchte es doch nochmal auch mit aller Deutlichkeit hier erzählt haben. Sehr gerne. Das Projekt fing in der Tat nach dem Chemieangriff auf die Stadt im August 2013. Da haben wir Kontakt aufgenommen und Medico hat damals, glaube ich, die ersten zwei Schulen übernommen. Wir hatten ja, das Regime hat sich aus der Stadt, ich glaube im Sommer 2012 zurückgezogen, und das war dann interessant, entstand ein Vakuum. Keiner wusste, was man zu machen hat. Die Richter, die waren nicht mehr da, die Lehrer von außerhalb der Stadt kamen, sind nicht mehr zur Arbeit. Sogar das Regime hat quasi die Bezahlung für die Lehrkräfte eingestellt, beziehungsweise keine Versorgung mehr mit Strom und anderen Mitteln. Ich glaube, es hat fast 9 Monate gedauert, bis man überhaupt dann gedacht hat, okay, das könnte eine langfristige Sache sein. Und wir hatten da schon die ersten Anzeichen davon bekommen, dass gerade die älteren Jugendlichen, also die quasi in der 11. Klasse oder im Abitur, was in Syrien die 12. Klasse automatisch ist, dann zu Hause saßen. Und da gab es halt Rebellengruppen, die gerne dann auch 150 US-Dollar als Sylt bezahlt haben. Und natürlich wechselten dann diese Schüler, also vor allem männliche Schüler, zu den Rebellen, die haben quasi als da gekämpft. Die Idee kam von einem Freund von mir, der dort Schulleiter war, und der meinte oder hat gefragt, ob ich jemanden kenne, der sowas fördert. Die Anfrage kam bei euch damals an und wir haben mit zwei Schulen angefangen und am Ende hatten wir eigentlich 6 Schulen, jetzt gerade bis März. Und 2, 3 kleinere Projekte, die da nebenher liefen. Wir haben 1500 Schüler und Schülerinnen gehabt in den verschiedenen Klassen, und wir hatten zum ersten Mal vor einem Jahr die ersten Abiturienten, also auch Jugendliche, also männliche Abiturienten, die nicht mehr quasi auch an der Front waren, sondern doch in der Schule arbeiten wollten. Gerade im Rahmen dieses Projektes war auch sehr interessant, was eigentlich die Gesellschaft in Syrien auch trägt oder wer die Gesellschaft mehrheitlich trägt. Also wir hatten in dem Projekt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man das aber genauer schaut oder hinschaut, dann stellt man fest, wir haben eigentlich fast mehrheitlich weibliche, also Mitarbeiterinnen quasi, also Lehrkräfte. Wir hatten ein paar Personen, die Verwaltung, also Hausmeisterei oder sowas übernommen haben. Da waren eher die Männer, die im Fokus standen. Und ich glaube, die 2 Lehrerinnen, die den Vertrag mit Medico unterschrieben haben. Also die waren Qualleiterinnen, die das über die letzten 6 Jahre geleitet haben. Das Projekt an sich, vielleicht haben Sie ja alles mitbekommen, am 7. Februar hat das Regime dann beschlossen, Ostghuta einzunehmen. Ostghuta ist eigentlich die Vorstadt von Damaskus. Uns steht von Damaskus eigentlich, oder trägt von Damaskus nur eine Autobahn, die 30 Meter breit ist. Das war eigentlich die letzte Enklave da in diesem Gebiet, und gut, die Zahl variiert, aber innerhalb, also von 7. Februar bis zum 21. März wurden 4.200 Luftangriffe auf diese Region, das ist nicht mehr als 10 Kilometer in 7 Kilometer groß, geflogen. Wir haben um die 1.500 Menschen verloren, dadurch mehrere tausend Verletzte. Und am 19. März, das war ein Montag, ich weiß noch an, genau den Abend, traf eine bunkerbrechende Bombe
Die Schulen übrigens, muss ich glaube ich vorher sagen, wir haben sie unterirdisch gebaut. Also wir haben nicht mehr die öffentlichen Gebäude benutzt, weil wir auch im Nachhinein feststellen mussten, dass die UNO die Koordinaten von den Schulen und Krankenhäusern eigentlich an die Russen weitergegeben hat, vielleicht mit einem guten, mit der guten Intention, bitte nicht verschonen. Das war aber leider so. Also wir haben gemerkt, die Bombe trifft exakt da, wo die Schule ist oder wo ein Krankenhaus da. Und da hat die Luftwaffe, egal ob die russische oder die syrische, damit angefangen, die Infrastruktur der Rebellen zu zerschlagen. Das waren vor allem die Krankenhäuser, die Schulen, die dann in der Zeit umfunktioniert wurden zu Schutzkeller. Und ich glaube, die Bilder haben wir gesehen damals. Die Schule war unterirdisch, im Keller eigentlich und 3 Etagen drüber. Die Bombe durchbrach die 3 Etagen und explodierte unten. 2 Abende später, das war ein Mittwoch, der 21., traf wieder eine Brandbombe eine andere Schule und da starben 43 Menschen, also brannten bis zum Tod. Und das Interessante ist, oder das Traurige ist bei dem Ganzen, ist, dass die Menschen nicht mal vorbereitet waren auf so eine extreme Gewalt. Nicht vergessen, also die Infrastruktur war zerstört, die Feuerwehr kam nicht zur Stelle. Und ein Freund von mir meinte, wir standen alle draußen auf der Straße, wir hörten, wie die Leute schreien nach Hilfe, wir konnten nicht mehr rein, weil wir sonst brennen werden. Am selben Abend kapitulierten dann die Rebellen und zogen dann Tage später nach Idlib. Das war wirklich ein sehr, sehr trauriges Ende für alle. Was bleibt von der Erfahrung der Selbstverwaltung, von der Erfahrung, da wurden ja in der Schule auch eigene Lehrpläne verfasst, es war ja auch eine Autonomie plötzlich da, dass man den Schulunterricht selber gestalten kann. Das ist ja nur ein Beispiel für das, was da an emanzipativem Aufbruch trotz dieser grauenhaften Bedingungen möglich war. Jetzt ist es klar, es ist auch in Yarmouk, wo Medico Projekte unterstützt hat, alles ist wieder besetzt und viele Aktivisten mussten fliehen, weil die Gefahr besteht, dass sie festgenommen werden und man kommt nicht wieder aus syrischen Gefängnissen gemeinhin. Und deshalb trotzdem die Frage, was bleibt von der Erfahrung dieses Begehrens nach einer anderen, nach einer demokratischen und gerechteren Gesellschaft? Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall diese Überzeugung jetzt, dass wir das alleine schaffen können. Also das Regime hat jahrelang, jahrzehntelang auf die Bevölkerung eingeredet, ihr seid nicht in der Lage, euch zu regieren. Sogar der Vizepräsident hat zum Anfang des Aufstandes gesagt, die syrische Opposition ist nicht mal in der Lage, eine Grundschule zu leiten. Das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Ärzte haben sich zusammengetan, die Lehrkräfte haben sich zusammengetan, die haben was gemacht. Auf einmal gab es eine Kreativität, die man in Syrien gar nicht kannte. Menschen, die unglaublich kreativ sind, aber das Regime hat das jahrelang unterdrückt. Kreative Menschen sind nicht erwünscht. Wenn überhaupt, da ist das Ausland. Ansonsten müsst ihr quasi euch unterwerfen. Und das war eigentlich, so lebten die Syrer eigentlich jahrelang. Omar, danke schön. So. Gehen wir über zur Situation in Afghanistan. Also eigentlich ist jetzt hier Hadi Marifat, der Direktor der Menschenrechts- und Demokratieorganisation in Afghanistan. Die machen eine ganz besondere Arbeit. Es geht uns aber hier nicht darum, um nochmal so ein Irrtum von heute früh auch aufzulösen, ein Projekt als eine Methode zu präsentieren und zu sagen, so kann man die Welt besser machen. Das kann man nicht. Aber sie schaffen einen besonderen Raum zur Überwindung der Spaltung. Und ich wäre dir sehr dankbar, Thomas, wenn du es möglichst konkret erzählen würdest, was das für eine Organisation ist und wie sie das tun. Ja, also ich muss jetzt zum zweiten Mal den Hadi ersetzen, heute Morgen schon. Und muss sie deswegen auch bitten, darauf zu achten. Ich sage jetzt das, was ich annehme, dass Hadi sagen würde an meiner Stelle, ganz sicher kann man sich da nicht sein. Wir haben lange nach so einer Organisation gesucht. Die ist was ganz Besonderes unter afghanischen Umständen. Sie ist gegründet worden, durchweg von jungen Leuten, die nicht in Afghanistan aufgewachsen sind, sondern in Pakistan oder im Iran, die
durch ihre Eltern, also früh geflohen sind, durch ihre Eltern es ermöglicht hatten, eine säkulare Bildung zu genießen. Hadi Marifat selber hat in London und in Den Haag Politikwissenschaften, internationale Beziehungen studieren können. Sie sind dann zurückgekehrt nach Afghanistan, nach dem Sturz der Taliban, und haben zunächst mit dem Wunsch, mit dem Willen, an einem Demokratisierungsprozess teilzunehmen, in dem Land, das sie selber gar nicht kannten, weil sie anderswo aufgewachsen sind, und haben dann zunächst bei internationalen Nichtregierungsorganisationen gearbeitet und waren dann doch fürchterlich enttäuscht, auch entsetzt über quasi den leerroutinierten Betrieb dieser Organisationen. Nachdem sie eine Weile geklagt hatten über diese elende Situation, haben sie einfach beschlossen, wir machen jetzt eine eigene Organisation und wir machen das, wie wir denken, wie man es eigentlich tun müsste. Sie haben eine Idee gehabt, ganz prinzipiell in einem Land, das unter postkolonialen Bedingungen und unter einer Gewalterfahrung, die ganz außerordentlich ist und eben nicht nur die 40 Jahre Gewalt, die uns jetzt allen präsent ist, sondern eine Gewalterfahrung, die ins 19. Jahrhundert zurückgeht und die Menschen, die früher natürlich mit Konflikten zusammenlebten, aber im Prinzip zusammenlebten, die sie in Konflikte gestürzt haben, entlang ethnischer Linien, entlang religiöser Linien. Die erste Idee war, wie kreuzen wir diese Spaltungslinien, auf denen diese Gewalt aufruht und in denen sich diese Gewalt auch immer verselbstständigt und mittlerweile auch so, weil jeder und jede im Prinzip einmal Täter, einmal Opfer war, sich selbst aus sich selbst nähert, weil Gewalt immer wieder neue Gewalt erzeugt, mittlerweile die Gründe völlig gleichgültig sind. Wie durchkreuzen wir das? Und die Idee war, wir sprechen die Leute nicht auf ihren ethnischen Hintergrund, nicht auf ihren religiösen Hintergrund. Wir sprechen sie nicht auf die unterschiedlichen politischen Herkünfte aus, sondern das Gemeinsame, was wir haben und worüber wir zusammenkommen können, ist, dass wir alle Überlebende der Gewalt sind. Das war die ursprüngliche Idee. Leute, die in wirklich jahrzehntelangen Konflikten gegeneinander gehetzt waren, zusammenzubringen über eine Erfahrung, die sie alle miteinander teilen, Überlebende der Gewalt zu sein und in dieser Gewalt, die man überlebt hat, sowohl Täter als auch Opfer gewesen zu sein. Diesen Ansatz, da war von vornherein klar, dem kann man nicht mit irgendwelchen NGO-Routinen beikommen. Und durch Zufälle jetzt Bekanntschaften, die hinzugetreten sind, haben sie Kenntnis erhalten von etwas, was aus Brasilien stammt, nämlich ein Verfahren, das nennt sich Theater der Unterdrückten. Das ist etwas, was in der Geschichte der sozialen Kämpfe in Brasilien entwickelt worden ist. Es gab jemanden, der davon wusste, der auch ausgebildet war. Und das war dann der Weg, sozusagen die Idee, wie bringen wir Leute dazu, die Spaltungslinien, in die sie gegeneinander gehetzt werden, zu durchkreuzen. Wie können wir das praktisch machen? Und dann war die Idee, das über die Methode des Theaters der Unterdrückten zu machen. Das machen sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das beginnt zum einen in den Nachbarschaften, in den Städten, aber auch in den Orten. Und Theater der Unterdrückten heißt immer, eine bestimmte Gruppe fängt an und stellt anderen ihre eigene Erfahrung dar. Wer sind wir? Wie werden wir von euch behandelt? Wie sehen wir unser gemeinsames Verhältnis? Das wird im Theater dargestellt. Es ist ein Laienspiel, das aber unter Anleitung von Leuten geht, die darauf geeicht sind, sozusagen die untergründigen Konflikte aufzuspüren und die Punkte, an denen es dramatisch wird, aufzuspüren. Und dieses Spiel wird gemacht vor einem Publikum und dieses Publikum ist aber tendenziell eingeladen, selbst Stellung zu nehmen. Jetzt ist es oft so, dass man also ein Theaterspiel beginnt, es wird von Leuten gemacht, die zum Beispiel alle Usbeken, Usbekinnen sind und die spielen vor Pashtun, Pashtunen und spielen dieses Verhältnis aus. Die Schauspieler sind Usbeken, die Zuschauer haben pashtunischen Hintergrund. Die Zuschauer sind gehalten zu intervenieren, einzugreifen, aber nicht einzugreifen durch eine einfache Wortmeldung und jetzt fangen wir eine Diskussion an, sondern sie müssen sozusagen selbst auf die Bühne treten und müssen das Spiel, von dem sie jetzt wissen, wie es welche Richtung es nimmt, ihrerseits korrigieren. Das sind die Prozesse. Dann sind die Zuschauer da und müssen dem Spiel eine andere Richtung geben. Die Schauspieler, die angefangen haben, können ihrerseits aber wieder
darauf reagiert. Das wird gemacht sowohl auf der Ebene der Nachbarschaften, es wird aber auch gemacht in Projekten, die über das ganze Land gehen. Also es gibt eine Art, hat einen ganzen, wie soll ich sagen, einen ganzen Reisezirkus gegeben. Usbeken sind in alle anderen Gebiete, anderen ethnischen Hintergrunds gereist, haben ihre Erfahrung dort vorgespielt, so wie ich es eben geschildert habe. Dann sind diejenigen, die Gastgeber waren, ihrerseits auf die Reise gegangen. Insgesamt waren letztlich in einem Prozess mehrere hundert Leute daran beteiligt. Am Schluss kommt man in Kabul zusammen und es war dort eine mehrtägige Veranstaltung, zu denen ganz viele andere Sachen, dann auch Diskussionen, Debatten, Wendung an die größere Öffentlichkeit geht. Ein Moment war besonders wichtig, dass die Leute einzeln gehalten worden sind, sozusagen Memory Boxes zu produzieren. Memory Boxes sind Holzkästen, etwa doppelt so groß wie diese Tische zusammen, nicht ganz doppelt so groß. Die Leute sind gehalten, in diese Boxen einzulegen Gegenstände, die sie aufbewahrt haben von Menschen, die sie verloren haben. Jetzt macht eine Frau einen solchen Kasten mit Gegenständen, die übrig geblieben sind von dem Mann, den sie verloren hat. Das sind dann Schmuckstücke, Briefe, ein Glas, ein Buch, Fotos. Sie stellt diese Memory Box her, andere tun es genauso her. Und dann werden diese Memory Boxen in Ausstellungen präsentiert. Und dazu kommt natürlich dann jeweils das Erzählen der Geschichte. Jemand, der eine Memory Box produziert hat, erzählt, wer derjenige war, in welchen Gelegenheiten er zu Tode gekommen ist. Und das geht reihum. Und es geht dann eben kreuz und quer durch die. Es sind Leute unterschiedlichen ethnischen Hintergrunds, es sind Leute unterschiedlichen religiösen Hintergrunds, es sind Leute, die mit der Monarchie verbunden waren, es sind Leute, die mit der kurzlebigen bürgerlichen Republik verbunden waren, Leute, die mit den Kommunisten verbunden waren, mit den Taliban, mit den Mujahedin verbunden waren. Das Besondere ist, weil du das jetzt gefragt hattest, es ist einerseits eine Arbeit, die jederzeit an irgendeinem beliebigen Ort in einem Stadtteil von Kabul aufgenommen werden kann und die ganz eng bezogen sein kann auf die Konflikte in diesem Stadtteil. Es sind aber auch Arbeiten, die sozusagen durch das ganze Land ziehen und dann in Kabul, das ist sozusagen der Ort, wo überhaupt mit Abstand die meisten Afghanen mittlerweile leben. Es gibt eine unglaubliche Binnenmigration, die sich auf Kabul, konzentriert. Und dort wird das dann auch quasi in Politik überführt, in dem engeren Sinn des Wortes, richtige Politik. Große Ausstellungen, die dann von Hunderten von Leuten gesehen werden, dazu spielen. Ja, ich kürze jetzt unsere Runde ein bisschen ab, weil ich weiß, wir sind auch spät dran. Aber ich möchte dir noch eine Frage stellen und dann wird es auch meine letzte sein, einfach damit das Programm auch weitergehen kann. Heute fiel irgendwo, es muss in der Emanzipation auch einen Überschuss geben. Ja? Und ich erinnere mich, dass wir in deiner Küche saßen, ja, da war Hadi auch dabei und noch andere Kollegen von ADO und auch Kollegen von Medico, die Eva. Und ja, dann erzählten die uns die Idee, dass sie jetzt Slavoj Žižek, Alain Badiou und wen sie alles zu einer riesigen Konferenz nach Afghanistan einladen wollten. Und das war also eigentlich eine Utopia des Denkens. Schaffen in Afghanistan schien uns vollkommen absurd, aber es ist daraus etwas geworden. Das geht vielleicht dann nur mit Medico und vielleicht erzählst du das wirklich noch mal ganz kurz und das wird dann auch der Schluss unserer Runde und genau. Das Programm geht weiter. Also diese Idee haben wir tatsächlich zunächst für vollkommen verrückt gehalten. Es gibt die Verbindung der Arbeit, die sie machen, zwischen Politik und Kunst und es gibt eine Verbindung zwischen Politik und Theorie. Und die Idee, Katja hat es gesagt, eine Untergrunduniversität zu machen und internationale linke Intellektuelle nach Afghanistan zu bringen. Wir sind gescheitert, also wir haben erst zugestimmt, dass wir das machen, dann haben wir 60 Anfragen weltweit gemacht. Wir haben 3 positive Reaktionen bekommen, 2 haben danach wieder zurückgezogen, sodass es also dann ein weit in den 70ern schwedischer Marxist war, der mit uns gekommen ist.
Und eine Kollegin und ich von Medico, wir sind dann mit eingesprungen und natürlich jede Menge afghanische Intellektuelle. Diese Untergrunduniversität unter dem Titel Kritisches Denken und die Zukunft von Afghanistan konnte nicht öffentlich beworben werden. Das war alles basiert auf Mund-zu-Mund-Propaganda und auf E-Mails. Sie fand über 5 Tage hinweg statt und sie fand an 5 verschiedenen Orten statt. Und insgesamt sind im Verlauf dieser 5 Tage haben 700 Leute an diesen Debatten teilgenommen. Und ich will jetzt wirklich nicht ins Detail gehen, aber es war eine wirklich unglaubliche Erfahrung, die ich jetzt heute auch nochmal mit dem, was auf der Konferenz passiert ist, wirklich vergleichen kann. Wir haben Vorträge gehabt und danach 3,5-stündige Diskussionen. Und dann haben wir nach 3,5 Stunden diese Diskussion, die es gab überhaupt keine Pause, kaum war ein Wortbeitrag zu Ende, schnellten schon wieder die Finger nach oben. Und nach 3,5 Stunden haben wir die Diskussion abgebrochen, weil wir gesagt haben, es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Wir können hier gar keinen vernünftigen Satz mehr bilden. Es gab endlose Proteste, es gab lange, lange Debatten auf Farsi. Der Kompromiss, den wir dann am Schluss erreicht haben, ist, dass wir am nächsten Tag wieder kamen und nochmal so eine Veranstaltung machen. Das war jetzt die Antwort auf die Frage, wie man selbst unter solch katastrophalen Bedingungen versuchen kann, emanzipatorische Praktiken wirksam werden zu lassen, die Räume öffnen, die in diesem Land eigentlich überhaupt nicht vorgesehen sind. Ich glaube, niemand von Ihnen hätte vorher gedacht, dass man so etwas aus Afghanistan erzählen kann. Umso schmerzlicher für mich jetzt einfach, dass derjenige, der diese Geschichte nochmal wirklich kundiger hätte erzählen können, am deutschen Staat gescheitert ist, daran schon gescheitert ist, dass die noch nicht mal mit uns kommunizieren. Jeder Versuch, mit der Botschaft in Kontakt zu kommen, wurde einfach das brach ab. Es gab überhaupt gar keine Antwort auch nur auf unsere Anfragen. Die Grundzumutung wäre gewesen, dass Hadi Marifat sozusagen von Kabul aus nach Delhi reist, dort um ein Visum bittet, sich bis zu 9 Tage dort aufhält, in der Ungewissheit, ob er überhaupt ein Visum bekommt. Egal, das ist eine Fürchterei. So, ich spreche jetzt ab an dieser Stelle. Genau, aber danke nochmal, dass du diese wichtige Geschichte hast. Wir machen weiter. Medico heißt ja die Hilfs-, Menschenrechts- und Konferenzorganisation. Ja? Und da hat sich jetzt mal wirklich bewiesen, wie sinnvoll das ist, nicht nur hier, sondern auch in Afghanistan so etwas zu machen. Ich danke Ihnen.